Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Vorstellungsvideos meines Fahrerarbeitsplatzes für OMSI 2. Ja, wir sind immer noch hier quasi in front of the project. Ja, ich habe im letzten Video die ganzen Schalter erklärt und ich möchte es nochmal ganz kurz andocken. Und zwar mache ich erstmal kurz hier die ganzen Leuchtmeile aus. Und ich habe hier ein wunderschönes Gerät. Und zwar einen Gangwahltaster. Und der wird früher oder später auch noch in meinem Armaturenbrett verbaut werden. Und zwar genau hier rein wird er kommen. Ist ja auch genormt, die ganze Größe für den Gangwahltaster immer. Der wird dann ungefähr hier so sitzen. Machen wir so. Hier ungefähr wird er sitzen, nur halt eben andersrum. Und der hat halt die Schaltstufen 1, 2, D, N und R. Es gibt die auch in der Ausführung DN und R oder 1, 2, 3 DN und R, 1, 2, 3, 4 DN und R oder die Berliner Variante mit 1, 2, 3 NR. Genau. Ich habe aber jetzt die Variante, weil die auch exakt wieder zu dem UL aus OMSI passt von Perutinus. Und von dem her wird eben auch der hier drin verbaut. Von ZF ist der und ist natürlich auch voll funktionstüchtig. Man sieht es dann auch. Hier ist die Mikroplatine und hier die ganzen manuellen Schalter. Ich kann sie mal versuchen, dass ich das auch einigermaßen ins Bild bekomme. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel D einlege, dann sieht das Ganze. Oh, ich bin natürlich jetzt direkt drunter. Na, ich muss da ein bisschen. Ich versuche es mal so. So, wenn ich jetzt hier D einlege, sieht das so aus. 2 sieht so aus, 1 sieht so aus, hier ist N und hier ist und dann kann man die natürlich auch wieder lösen, ist kein Problem. Nur wichtig ist, dass man, wenn man zum Beispiel in 1, 2 oder D ist, nicht direkt in N, in R schalten kann und auch umgekehrt nicht, sondern immer erst in N schalten muss, in die Neutralstellung. Genau. So, das war der Gangwahltaster, der kommt eben da noch rein. Weil das hier ist eigentlich ein schaltbares Armaturenbrett, aber ich möchte halt auch Automatik hier fahren können. Und deswegen wird er dann noch eingebaut. Genau. So, dann haben wir jetzt hier links außen. Vielen von euch ist wahrscheinlich schon aufgefallen, hier fehlt eine Feststellbremse. Die typische Handbremse, die man vor- und zurücklegt. Die habe ich hier leider nicht. Ganz einfach deswegen, weil es auf dem Markt aktuell oder bis vor einiger Zeit nur eine von einem O405 gab und der passt halt auch nicht ganz hier rein. Und von dem her werde ich mal warten, bis es wieder eine gibt. Und eventuell kommt auch gar keine hin, weil ich nämlich hier schon eine kleine Alternative gefunden habe. Die ist zwar nicht hundertprozentig originalgetreu, aber sollte es auch tun für den Anfang. Und zwar hier ein Zugschalter, der dann quasi, wenn er so ausgefahren ist wie jetzt, die Bremse gelöst simuliert und so angelegt. Und ich finde, das ist eine ganz gute Alternative zu einer echten, die ich jetzt hier noch hier hinbauen könnte. Vielleicht kommt aber eben noch eine, die kommt dann hier rein. Mal schauen, je nachdem, wie es gerade auf dem Markt steht, ob eine verfügbar ist oder nicht. Weil ihr wisst ja selber, solche Teile sind sehr rar und auch sehr begehrt. Und vor allen Dingen von dem Modell, von dem man es immer selber braucht, in dem Fall jetzt hier MAN. Leider fast nie verfügbar. Genau, und dann haben wir hier noch zwei Schalter, die sind auch baugleich, sind zwei Taster und die kann man auch bedienen. Und zwar steuern die Blinker, ob ihr es glaubt oder nicht, weil ich leider hier, und da komme ich auch gleich dazu zu meinem Lenkrad, habe ich keinen Lenkstoppschalter dabei, weil wir uns eben hier oder ich mich hier für eine Variante zu bauen entschieden habe, die eben überhaupt gar keinen Platz für einen Lenkstoppschalter lässt. Und deswegen habe ich hier zwei Taster, die man dann eben bedienen kann, wie beim Auto auch, eben einmal oben, einmal unten die Stellung. Genau. Ja, dann mache ich nochmal kurz zu Präsentationszwecken hier die ganzen Lampen an. Ich bin deswegen immer so vorsichtig, weil es immer gerne heißt, die schmelzen durch, die Symbole, wenn man zu lange die Lampen anlässt. Ich habe jetzt hier ganz normale, die leuchten sehr, sehr gut. Das sind aber ganz normale Stecksockelleuchten und zwar, ihr werdet es nicht glauben, ich nehme mal eine raus.
Und zwar sind die von Faller. Ja, von dem Modellbahnhersteller Faller oder Modellbau zu oder Modellbahnzubehörhersteller Faller sind Stecksockelleuchten, in dem Fall jetzt hier mit LED schon in warm weiß. Und die sind natürlich optimal geeignet hier für die ganzen Kontrolllämpchen. Die werden natürlich auch noch erweitert. Ja, und jetzt kommen wir mal kurz zum Lenkrad. Also zuerst mal, das hier ist Logitech G27. Oder es war mal das Logitech G27. Und hier unten sind dann die zugehörigen Pedale auch. Die werden auch noch richtig drauf montiert quasi. Und zu diesem Logitech G27 ist noch zu sagen, dass hier der kleine Überrest liegt. Und zwar der Lenkaufsatz, wie er denn mal hier war. Ja, würde so aussehen, wäre mir aber viel zu mickrig, weil ich fahre schließlich im Bus und mache keine Rennsimulation hier. Ist aber auch noch funktionstüchtig soweit. Auch die Blinkerhebel oder die Gangschalthebel, alles funktionstüchtig. Wurde jetzt eben nur hier abmontiert im Moment. Und hier hinten liegt auch noch der Gangschalthebel. Den werde ich auch noch verlängern, dass er ungefähr 50 cm oder 40 lang ist und dann hier herbauen. Genau. Ich möchte mal immer die Möglichkeit offen halten, dass ich Schaltwagen und Automatik fahre. Genau, und jetzt kommt eben der Clou an der ganzen Sache. Und zwar, ihr seht hier schon MAN-Lenkrad im Blanc oder wie man das nennt, Einsatz. Und hier ist es dann auch mein MAN-Lenkrad. Mein riesengroßes MAN-Lenkrad. Ich tue das jetzt mal ganz provisorisch hier drauf. So. Jetzt mal ganz provisorisch hier drauf. Nur damit man mal ungefähr die Größenordnung sieht. So sieht es dann aus, wenn es fertig wäre. Kann man natürlich auch drehen, kein Problem. Wird dann hier noch professionell quasi draufgeschraubt oder drauf montiert, damit man es auch vor jedem Kalibrieren von Logitech abnehmen kann. Weil es ja sonst eventuell droht auszureißen. Genau, und ihr seht ja jetzt hier schon an der Höhe von dem ganzen Teil, ich gehe mal hier auf die Seite, ist in dem Momentzustand viel zu tief angebracht. Also werden wir das oder werde ich das noch erhöhen und zwar ungefähr so hoch machen. Ungefähr so hoch, dass wenn man dann hier sitzt, einen wunderschönen Blick auf die Kontrolllämpchen und auf den Tacho hat und alles gut bedienen kann und dann wird es so da platziert sein und dann kann man da wunderbar seine Runden drehen und es sieht noch obendrein super toll aus. Das war das Lenkrad soweit. Und dann habe ich, möchte ich auch noch kurz erwähnen, davor, vor diesem Fahrarbeitsplatz jetzt auch schon mal ein Projekt gehabt. Und zwar ein relativ kleines in Form eines solchen Behelfsarmaturenbrettes. Ja. Komplett selber gebaut, keine Originalteile, soweit ich weiß, außer der Tacho, der da auch schon drin war. Ansonsten Schalter, zum Beispiel hier aus dem Mercedes-Benz ein Schalter, aber aus dem Auto von Mercedes-Benz. Und ansonsten hier ganz andere Schalter, hier ein provisorisches Zündschloss und solche Sachen. Ist aber schon lang her. Aber was das Gute war für mich, ich konnte ein paar Schalter eben ausbauen und auch für meinen Fahrarbeitsplatz verwenden. Nicht hier auf dem Armaturenbrett, das soll ja auch original bleiben, aber hier an der Seite zum Beispiel die drei Schalter sind schon von diesem Behelfsarmaturenbrett. Und auch hier liegt noch einer, den werde ich auch noch verbauen. Genau. Jo, ich bin etwas überfordert, was soll ich noch zeigen? Eigentlich war es das soweit über den jetzigen Bauzustand. Was jetzt in Zukunft kommen wird oder bald kommen wird, ist, dass wir das komplette Ding auch mal anstreichen in Schwarz, dass das Lenkrad drauf montiert wird auf diese provisorische Stütze und dass der Tacho natürlich auch an seinen Platz wandert. Ganz wichtig, das sind die nächsten drei großen Dinge, die ich noch vorhabe und dann wird die Elektrik mal angegangen, dann werden die ganzen Schalter verkabelt. Dann wird die ganze Beleuchtung gemacht und ja, damit dann das Ding auch letztendlich
mit OMSI verbunden wird mit dem Computer. Ja, ansonsten, das war jetzt wirklich der Bauzustand, wie er jetzt gerade ist. Ich würde mich, wie auch beim letzten Video, sehr freuen, wenn ihr das Ding teilt oder kommentiert, einen positiven Kommentar da lasst oder auch gerne konstruktive Kritik, Wünsche, Anregungen oder auch gerne sehr, sehr, sehr gerne Fragen natürlich da lasst oder mir auch ein Abo da lasst vom Kanal. Würde mich auch sehr freuen und es werden auf jeden Fall noch mehr Videos dazu kommen, auch in naher Zukunft, denke ich mal. Und ja, bis dahin, tschüss und macht's gut.